Hi Leute, herzlich willkommen zu Athletic Heroes, zu einem abendlichen, zu einem jeden Tag täglich abendlichen Workout. Ja, wir treffen uns jeden Tag hier von Montag bis Freitag, Samstag auch eine Mobilisierungseinheit, aber von Montag bis Freitag trainieren. Herzlich willkommen, ich bin Benjamin Kadel, eigentlich Profi-Snowboarder, aber ja, ich weiß natürlich mit 20 Jahre langer Erfahrung, wie es geht, stärker zu werden, wie es geht, stark zu bleiben und wie es geht, sich Ziele zu setzen, sich zu motivieren. Deswegen stehe ich hier, ich will euch das näher bringen und deswegen machen wir das Workout jetzt zum Lockdown gemeinsam und hüpft's gern mit, alle die schon da sind, hüpft's mit und hört's zu. Das Workout zum Lockdown, die Live-Workouts, ganz was Spezielles, das drücke ich sowieso nicht das ganze Jahr durch, deswegen immer geblockt. Wir sind schon Anfang November gestartet und mittlerweile, ja, fast schon, also reden wir Richtung Ende November zu und haben jeden Tag gemeinsam geworkoutet, wenn man das so nennen kann. Herrlich. Okay, wir wärmen uns auf, Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Schwung bringen und schreibt einmal rein, woher ihr kommt. David sitzt hinter der Kamera, hat wie immer alles im Griff. Licht, Ton und Bild. Und ja, schreibt es einmal rein, er wird mal sagen, damit ich euch auch begrüßen kann, woher er kommt. Und bitte hüpft ein bisschen herum, macht euch warm, tanzt, wenn ihr wollt. Ich vermisse ein bisschen den Ton, also den Musikton. Ja. Tanzt ein bisschen, die Diskos sind geschlossen, wir können uns aber trotzdem austoben, okay? Der Bernd Donner aus der St. Eiermark. Jawohl! Servus Bernd, Grüße in die Steiermark. Geht schon, schreibt hinein bitte, woher ihr kommt. Wir begrüßen euch alle einzeln. Nikolaus Oberleitner aus Wölbling. Wölbling, grüß dich. Und der Grusens 10 aus St. Pölten. St. Pölten, auch Niederösterreich ist am Start, sehr schön. Ich glaube Wölbling. Servus Bernhard, Grüße ebenfalls nach Niederösterreich. Jetzt schon. Und wir wärmen uns auf. Aus Ertl, der Wolfgang Kerschbaumer. Wo? Aus Ertl? Aus Ertl, ja. Ja, Ertl, wo ist denn Ertl? Immer dazu schreiben. Hey, jedes Dorf kennen wir auch nicht. Aber schön, dass du da bist auf jeden Fall. Der Alexander Donninger ist auch da. Die Willis Heiderer Pils. Alex, wie immer, Stammgast. Die Willis Heiderpils, ja, natürlich auch Stammgast. Und aus Waldhausen, Oberösterreich, die Malis, Leon Hartzberger. Jawohl, Oberösterreich, willkommen, Malis. Und wir haben wieder einen Steirer. Ja, Wolfgang. Wolfgang. Aus dem Waldviertel, Fabian Jotz. Jawohl. Waldviertel in Niederösterreich. Und auch die Salzburger sind wieder am Start. Herrlich! Der Johannes Steinmeier war gut, ja? Johannes Steinmeier. Muss ich das wissen, oder was? Kommt mit L an und hört mit Lienz auf. Lienz ist am Start. Meine Wahlheimat. Dort, wo ich zu Hause bin. Ja. Aufgewachsen allerdings in Niederösterreich. Ich werde meine Wurzeln nie vergessen, ja? Ertl ist der Bezirk am Städten Niederösterreich. Niederösterreich, herrlich. Hey, hi Mama, servus. Black Date, schauen wir mal, meine Mama hat sich schon extrem gesteigert. Ja, die hat am Anfang den Plank, die hat das Bein nicht abheben können beim Plank, beim Side Plank, bei unserem Geliebten. Und jetzt schauen wir, sie sagt mittlerweile, sie kann das Bein abheben, sie kann schon einige der Übungen, die wir heute machen, sicher mitmachen. Und das ist der Fortschritt, den wir erzielen. Es wird immer besser mit Kontinuität zum Ziel. Okay, ich glaube schon langsam können wir starten. Alle, die heute nicht da sind, die gestern da waren, die letzten zwei Tage waren hart. Ich verstehe, wenn ich nicht vor der Kamera stehen müsste, machen die heute auch einen Ruhetag. Ich sage es euch, wie es ist. Aber wie immer ist es, ihr motiviert mich, ich motiviere euch und gemeinsam gehen wir durch diese Zeit. Und jetzt gehen wir los. Wo ist denn die Nina, meine Frau?
Erstmalig am Start sollte Nina Karl Grissmann sein. Meine Frau, erstmalig. Ich habe sie schon 100 Mal probiert zu überreden. Und noch nie hat sie zugesagt. Sie hat immer ein bisschen Angst gehabt. Aber diesmal sollte sie dabei sein. Ich hoffe, sie kommt noch. Ich kann sie kurz anrufen. Warte mal. Ich rufe kurz an. Entschuldigung, die Claudia aus Wien ist auch dabei. Okay. Wir werden kurz FaceTimen mit meiner Frau. Ich schaue mal, wo sie ist, ja? Ganz kurz, wir hüpfen, hoppeln dabei fröhlich weiter, shaken up, Musik Vollgas auf. Oh, wo ist sie? Wir sind live. Hier, wir sind live. Wo ist Nina? Wo ist mein Schatz? Rein in die Kommentare, jetzt schon, jawohl. Juhu. Ja, also du kommst, oder? Ja? Ja? Ja, sie ist dabei, herrlich. Bis gleich, geht schon, ciao dabei. Okay, freut mich sehr. Mein Schatz ist auch am Start und jetzt starten wir los. Ich wollte eigentlich 40 Sekunden machen bei den Planks. Wir machen aber, dank der Nina, sie hat gesagt, ich soll ein bisschen Rücksicht auf sie nehmen. Wir machen jede Übung 30 Sekunden. Die letzten 2 Tage waren hart, ist völlig ausreichend. Wir brauchen nicht jeden Tag ans Limit gehen. Wichtig ist die Kontinuität, dass wir einfach jeden Tag ein wenig was machen. Ja? Und ja, dann fangen wir an. Plank vor links. Meine Lieben, in 5 Sekunden, okay? Bereitet euch vor. Ich hoffe, es ist alles da, was ihr braucht. Mathe und ihr selbst. 30 Sekunden, dort piep sie und es geht los in 3, 2, 1, geht schon. Einfach planken, ganz easy. Schaut, dass die Hüfte eingerollt ist. Also, wir haben einen steinharten Bauch. Kein Hohlkreuz, sondern Hüfte einrollen. Das Schambein zum Brustbein ziehen und wir halten einfach. Ja, noch 7 Sekunden. Arvid, machst du mal das Fenster auf, bitte, weil mir es jetzt schon heiß. Ich schwitze jetzt schon. Okay, wir bleiben gleich. Kurze Pause, okay, kurze Pause zum Halblenk. Also Liegestützposition und Shoulder Taps. Schaut so aus, Liegestützposition, kurz zur Schulter greifen, einmal links, einmal rechts. Ich will keinen sehen, der irgendwie so herumwackelt, sondern wir bleiben ganz stabil. Einmal links, einmal rechts, okay? Und ihr dürft heute doppelt so motiviert sein, weil sogar meine Frau ist am Start. Ja, wie geil ist das? Okay, 3, 2, 1, let's go! Volle aufdrehende Musik. Schön stabil, Hüfte ist eingerollt. Wem das zu anstrengend ist, der geht auf die Knie, macht es in dieser Position, okay? Aber nicht, weil wir zu faul sind, ja? Nicht auf die Knie gehen, weil wir zu faul sind. Wir machen das nur, wenn wir es absolut nicht hinbekommen anders, ja? Noch 2. Sehr schön. Okay, nächste. Toe Taps. Gleiche Position. Wir greifen einmal mit der rechten Hand zu der linken Zehe und einmal mit der linken Hand zur rechten Zehe. Ihr könnt ruhig dabei ein wenig in das Hohlkreuz gehen und dann wieder zurück. Ja, so haben wir gleich ebenfalls was gemacht, wie bei den Wainies, haben wir die Bandscheiben schön kontrolliert, gestärkt, wenn wir gleichzeitig ein bisschen ins Hohlkreuz gehen. Ist bei der Übung ohne Gewicht erlaubt. Okay, 3, 2, 1, let's go! Noch 9, haben es schon wieder gleich geschafft. 5, 2 und fertig. Dann Bier to Plank, also wieder Liegestützposition. Das ist die Bier Position, das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage. Dann gehen wir zurück und wieder her und zurück und wieder her, okay? Kurz Hände ausschütteln, es wird schön langsam anstrengend für die Schultern. Und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1, let's go!
Jawohl, geht schon. Volle Konzentration auf die saubere Ausführung. Noch 10 Sekunden, geht schon, durchbeißen. Wenn wer passieren muss, dann nur ganz kurz, 2 Sekunden lang. Sehr schön. Okay, und die letzte vorlinks von diesem Zirkel ist wieder in dieser Position. Und wir machen Plank Jacks, okay? Das heißt, wir springen mit den Beinen auseinander und wieder zusammen. Ja, Grätsche und wieder zusammen. Es gelten die Regeln wie bei jedem Plank. Hüfte einrollen, auf die Plätze, fertig, Feuer und gehen wir los. Ist in der ersten Runde die letzte Übung im Stütz vorlinks. Dann kommen unsere Sideplanks, unsere Geliebten. Und los, geht schon, 15, die Hälfte haben wir. Jawohl, das gibt Kraft, meine Lieben, das gibt Kraft. 3, 1, fertig. Kurze Pause, Hände ausschütteln, der erste Block ist vorbei. Wir haben 4 Blöcke mit vorlinks, seitlinks, links, seitlinks, rechts, rücklinks und dann machen wir das Ganze zweimal, 2 Runden lang, okay? Reine Belastung bei dem Workout ist ungefähr 20 Minuten. Also haltet euch das im Kopf. Was sind 20 Minuten Schmerz gerechnet auf 24 Stunden oder überhaupt aufs Leben? Ja? Geht schon, das schaffen wir. Dann zur Aktivierung Sideplank ohne irgendetwas. Ein schöner Sideplank, okay? 3, 2, 1, let's go. Ihr wisst, unser Plus beim Sideplank ist, dass wir ein wenig die Hüfte heben und die unteren Bauchmuskeln richtig aktivieren. Wir hängen nicht durch wie ein Sack, sondern Hüfte ganz nach oben. Hälfte haben wir schon wieder. Noch 5. 3. Sehr schön. Kurz ablegen, 5 Sekunden Pause. Dann machen wir Plank. Reach through, okay? Also Sideplank, dann so weit wie es geht nach hinten greifen und wieder hoch. 3, 2, 1, gehen wir Gas. Geht schon. Jawohl. Noch 10. Nur mehr 7. 3. Jawohl. Okay, Schulter ausschütteln. Das nächste kommt ein High Plank seitlich. Und zwar dieser. Und jetzt der heißt Star Plank, weil wir wie ein Stern ja, unsere Beine und unser Bein und unsere Hand wegstrecken. Star Plank. In 3, 2, 1 und gehen wir Gas. Jetzt schon. Einfach halten. Wer das nicht schafft, gibt kurz das Bein hinunter und wenn es wieder geht, wieder rauf. Ja? Jetzt schon. Noch 10. 5. Und fertig. Ich gebe es zu, ist eine gemeine Übung, sehr schwierige Sideplank-Übung, aber nichtsdestotrotz, wir müssen unseren Körper auch fordern, damit wir stärker werden, damit er besser wird, damit er nächstes Mal weiß, dass er einfach ja, nächstes Mal bereit ist für das Ganze, was wir da machen. Ja, das ist Progress. Okay. Und es schaut so aus, wir haben noch 2 Sideplank-Übungen. Knee to Elbow, ihr könnt es selbst variieren. Knee to Elbow, entweder macht es im hohen Stütz, so, oder im niedrigen Stütz, wie es euch besser geht. Knee to Elbow, okay? Und wir starten in 3, 2, 1 und go.
Jawohl, schön oben bleiben im Gesäß. Hälfte haben wir. Noch 10. Und 5. Und 1. Fertig. Ihr könnt es auch bei der nächsten Runde, falls ihr das gar nicht schafft, ja, dann bleibt ihr einfach am Boden liegen und ihr streckt das Bein immer so hoch, wie es geht, ja. Aber nur, wenn es absolut anders nicht möglich ist. Noch lieber ist es mir, wenn ihr einfach statisch im Plank bleibt, vielleicht die Durchgreifer macht, damit was getan ist. Aber bitte probiert es, jede Übung einfach durchzuhalten oder mitzumachen. Pausen zu machen ist scheißegal und mitzumachen, ja. Okay, letzte ist die Side-to-Side. Das ist eine gefinkelte Übung. Und zwar Liegestützposition, dann rauf zur rechten Seite, wieder runter und zur linken Seite. Ja, einmal links, einmal rechts. Wunderbare Übung gegen das Kreuzweh, gegen Kreuzschmerzen. Intramuskuläre Koordination, herrliche Übung. Wir starten zur letzten, auf der letzten Side-Plank-Übung auf der linken Seite. Die rechte kommt auch noch dran, okay? Oder umgekehrt, wie auch immer, was ihr gerade gemacht habt. 3, 2, 1, let's go! Und seitlich zum Star-Plank und wieder vor. Langsam und kontrolliert. Jawohl, nur noch 10. Sehr schön, 2 und fertig. Okay, Seitenwechsel. Wer rechts gehabt hat, macht jetzt links. Wer links gehabt hat, macht rechts. Ihr könnt jetzt schon stolz sein. Alles keine leichten Übungen. Plank Day ist immer schwierig, aber gehört dazu, ist eine gewaltige Ganzkörperstabilität. Wir haben, jeder Muskel im Körper wird dabei trainiert. Die Arme, die Schultern, Brust, der Bauch sowieso, die Beine, es ist alles dabei. Das ist wirklich, das sind einfach tolle Übungen. Ja. Muss man vielleicht nicht 20 Minuten durchgehen machen, wie wir es machen, aber es ist eine Challenge. Die Live-Workouts sind immer eine Challenge und da können wir auch gerne mal übertreiben. Ja. Liebe Grüße an mein Schatzi, gell? Durchhalten, durchhalten! Okay, Plank, ganz easy, normaler Plank. 3, 2, 1, let's go. Einfach halten, statisch. Fünf Side-Plank-Übungen links und dann gehen wir schon zurück links, dann haben wir die erste Runde durch. Noch 10. 5. 2. Fertig. Und gleich, es geht gleich weiter. Reach through. Geht schon unten durchgreifen und rauf. Wenn wir schneller machen, sind wir schneller fertig. Das ist das Motto von meiner Frau immer. Ja? Wer schneller am Berg läuft, ist schneller oben. Ganz einfach ist es. Noch 10. Noch 5. Und fertig. Sehr schön. Okay. Kurz ausschütteln. Das nächste ist der Star Plank. Schwierige Übung. Wie gesagt. Wenn ihr es nicht schafft, dann macht es einfach am Side Plank statisch. Voll okay, okay? Wir haben die schrittweise Progression. Die schrittweise stärker werden. Das heißt nicht, dass wir alle Übungen, die ich mache, dass ihr die können müsst. Aber wir haben somit ein Ziel. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir ein Ziel, dass wir dorthin kommen. Ja, okay. Star Plank auf 3, 2, 1 und los geht's. Noch 20. Geht schon, bleibt oben. Hälfte haben wir schon. Und nur noch 10. Durchbeißen, alle starken Vollgas. Geht schon, nicht ablegen. Oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. 4,
zwei. Jawohl, herrlich. Okay. Dann kurz ausschütteln. Schulter leidet, ja, das gehört so. Wenn sie brennt, da passieren wunderbare Sachen im Körper. Das soll so sein. Knee to elbow, wie gesagt, ihr könnt es im Halblenk machen oder unten. Knee to elbow in 3, 2, 1, let's go. Geht schon. Hälfte haben wir schon. Noch 10. Eins. Oh, herrlich. Meine Freunde, wir werden so stark werden, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja? Wir sind auf einem Weg. Wir müssen nicht schon am Ziel sein. Wir sind auf einem Weg und wir gehen schrittweise dorthin. Das ist das Ziel. Ja? Der Weg ist das Ziel. Ja? Ist nicht mein Motto beim Sport, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Sport ist gern das Ziel mein Ziel. Da stehe ich gern ganz oben. Aber wenn es ums Leben geht, um den Fortschritt, um die Entwicklung von Körper und Geist, da haben wir niemals ausgelernt. Wir können immer noch stärker werden, noch gescheiter werden. Ja? Und genau darum geht es. Jetzt geht es um das Training, um die körperliche Gesundheit, um die Fitness. Und da können wir immer, immer noch was drauflegen. So ist es einfach. Okay, wir haben die letzte Side-Plank-Übung, Side-to-Side. 3, 2, 1, let's go. Wo ist die Musik? Sehr schön, das haben wir. Okay, jetzt haben wir unseren Schluck aus der Trinkflasche verdient. Weiter geht's im Vierfüßlerstand rücklings. Meine Mama hat mir heute ganz besorgt ein WhatsApp geschrieben. Schreibt sie mein Bur. Das heißt nicht Vierfüßlerstand rückwärts, sondern rücklinks, okay? Ja, Mama, passt. Rücklinks, okay? Wenn es schon seitlinks ist, dann machen wir es auch rücklinks und vorlinks. Also immer links, auch wenn wir es rechts machen. Verwirrend, aber so ist die deutsche Sprache. Okay. Ganz wichtig, schaut jetzt einmal, ich mache das jetzt alles auf meinen Fäusten, okay? Weil dann sparen wir uns die Schmerzen im Handgelenk. Schaut einmal. Erste Übung auf den Fäusten, Vierfüßlerstand. Und wir machen Walkouts, ja? Das ist die eine Position, dann gehen wir wieder zurück. Zweite Position und die ist gerade, seht ihr das? Oberkörper und Beine bilden eine Linie. 30 Sekunden von jetzt an. Los geht's, gehen wir. Walkouts, schön die Spannung halten. Kontrolliert eure Positionen selbst. Vielleicht habt ihr einen Spiegel, vor dem ihr trainiert. Immer schön. Qualität vor Quantität. Jetzt schon fertig. Sehr schön. Wir haben jetzt alles im Vierfüßlerstand rücklings, okay? Also immer auf den Fäusten, dann habt ihr keine Probleme. Wir machen Pumps. Ganz normale Pumps. Der Hintern berührt ganz leicht, der kitzelt den Boden und dann gehen wir rauf. Kitzelt den Boden und wir gehen rauf. Okay, 3, 2, 1, let's do it! Jetzt schon ganz hinauf. In der obersten Position ist der Hintern so hart, dass wir Nüsse knacken können. Schatzi, du auch, gell? Weil so ein harter Hintern ist schon was Cooles. Auf das steht dein Mann. Generell die Männer, aber dein Mann besonders. Sehr schön. Okay. Dann die gleiche Übung. Nur pass auf, wir nehmen den Ellbogen mit, okay?
Schaut einmal genau zu, wie das geht. Zuerst haben wir die Arme gestreckt gehabt. Jetzt nehmen wir den Ellbogen mit, soweit es geht. Und rauf. Und Ellbogen abwinkeln und hinauf, okay? Wir mobilisieren dabei gleichzeitig die Schulter und stärken unseren Trizeps, also unsere Handles, ja, damit die schön straff werden und nicht so daher schwimmen. 3, 2, 1, let's go! Und abgewinkelt und wir drücken uns hoch. Jawohl! Noch 5. Jawohl. Sehr schön. Jetzt machen wir eine lustige Übung. Und zwar Wainies in Vierfüßlerstand rücklinks. Rücklinks, erst mal rücklinks. Okay. Und zwar, das schaut so aus. Wir sind hoch und dann kippen wir das Becken runter und rauf. Seht ihr den Unterschied? So ist es im Hohlkreuz und dann ist es, schieben wir das Becken zum Himmel rauf, okay? Und dabei wird der Popsch, das Gesäß, so hart und angespannt, dass wir Nüsse knacken können wieder, okay? Nur so, die Bewegung geht nur so, ja? Herrliche Übung für unsere Bandscheiben, Stärkung der Bandscheiben, Stärkung des unteren Rückens, der Lendenwirbelsäule. Ganz viele Menschen können die Lendenwirbelsäule nicht bewegen, ja? Weil sie es einfach nie tun und die Muskeln dort, die verkümmern, die werden schwach. Dadurch, dass sie nie vom Gehirn angesteuert werden, verkümmern die und werden schwach. Und was resultiert daraus? Rückenschmerzen. Also, wir aktivieren die Rückenmuskeln und auf geht's. 3, 2, 1, let's go. Wainies im Vierfüßlerstand. Jawohl, keinem muss das peinlich sein, was wir da machen. Ja, ich bin der Einzige, der vor der Kamera das machen muss. Aber die Übung ist einfach zu gut, um sie nicht zu machen. Auch wenn es lustig ausschaut, ja. Es ist eh schon Abend. Geht schon. Wenn wir oben sind, wird das Gesäß steinhart. Jawohl. Okay. Und ich spürt es auch gleich im unteren Rücken. Und dann haben wir Leg and Arm Raise diagonal. Wir sind in der Position, Hand weg, Bein weg. Wir schauen, dass wir die Hüfte so weit wie oben, so weit wie geht oben halten. Wie kann sehen, der das da so unten macht, ja? So wie Scheibtruhe, ja? Sondern schön oben behalten. Wer das nicht schafft, kann sich entscheiden, ja? Entweder er streckt nur das Bein weg oder nur den Arm. Oder er macht es einmal Bein, einmal Arm, ja? Wechselst es ab. Alle, die schon sehr gut drauf sind, die schon lange mit mir trainieren, diagonal Arm und Bein wegstrecken. 3, 2, 1, let's go. Einmal links, einmal rechts übrigens. Das ist die letzte Übung von dieser Runde. Dann gehen wir schon zur letzten Runde über. Jede Übung nur noch einmal dann. Geht schon, schön stabilisieren, Becken oben halten, kontrolliert euch selbst. Der Gesäßmuskel stabilisiert das Ganze, ja, und der Beuger, der Beinbeuger, der schaut, dass die Hüfte oben bleibt. Okay, kurze Pause, trinkt einmal was. Schreibt einmal rein, wie es euch geht, ja, wie es denn, ob das passt mit den Fäusten, bisschen kommunizieren mit mir, damit ich mich nicht so alleine fühle. Ich und David da ganz alleine in dem Raum. Und schreibt ein bisschen, kommuniziert, nützt die Pause, dass wir ein bisschen was zum Reden haben. Wir sind auf jeden Fall, wir haben eine Runde durch. Wir machen jetzt noch eine Runde, dann sind wir schon fertig, okay? Also, Motivation ist hoch, weil die schönste Runde bei Athletic Heroes ist die letzte, weil wir jede Übung nur zum letzten Mal machen, können wir immer einen Hackerl drunter setzen, sagen wir, passt, fertig, wie ein Papier zusammenknallen, Übung fertig im Papierkorb, nächste Übung zusammenknallen, fertig in den Papierkorb, ja? So schaut's aus. Also, Vorleistung, Bibi fein, passt alles super, wie immer der Seitstöß ist ja ein Horror.
ein Horror, auch für mich, meine Lieben. Der Seitstütz ist einfach richtig geschissen. Ja. Der wird auch nicht besser, kommt mir vor. Also man kann zwar länger halten, man kann die Übung schöner ausführen und so weiter, aber es wird nie wirklich leichter. Aber ja, das ist halt so. Meine Mutter zum Beispiel ist froh, dass sie schon das Bein heben kann. Wir sind froh, wenn wir 30 Sekunden den Starplank halten können. Und so hat jeder sein Ziel, ja, abgestuft auf das Leistungsniveau. Und jeder macht so weit mit, so weit er kann, okay? Keiner gibt auf. Wir machen alle gemeinsam. Okay, ich glaube, es war genug Pause. Ist jeder bereit für einen gemütlichen Plank ohne irgendwas? Ohne viel Bewegung, einfach statisch ein Plank. Wir starten in die letzte Runde, meine Lieben. 3, 2, 1, let's go! Hüfte einrollen. Jawohl, Hälfte Hammer. Schön die Hüfte einrollen, der Bauch ist steinhart. Noch 8. Letzte Runde, motiviert sei, geht schon. 3. Fertig, nächstes. Shoulder Taps, 3, 2, 1, go. Shoulder Taps. Schöne Ausführung, muss nicht schnell sein. Noch 10. Letzte Runde. Vergesst es nicht. Motiviert euch. Letzten Shoulder Taps. Sehr schön. Und wir machen weiter. Toe Taps. Im Plank to Toe Taps. Also wir berühren unsere Zehen. 3, 2, 1. Let's go. Ihr könnt wieder ins Hohlkreuz gehen. Ein bisschen. Und links und rechts. Die Zehen berühren. Schön mit Schwung. Jawohl, noch 5. Fertig. Sehr schön. Was haben wir noch? Bierplank. Bierposition, two Workouts. Immer so rein, raus. 3, 2, 1, let's go. Auch wenn es brennt, jetzt sind wir voll durch. Geht schon. Pause gibt es dann erst zum Seitstütz. Geht schon. Schön stabil bleiben. Hineinfühlen in die Muskeln und sagen, sie sollen sich gefälligst anstrengen. Ja? Volle Motivation. Abid, wir brauchen mehr Bum Bum. Noch 2. Sehr schön. Okay. Jetzt kommt wieder Musik, wo wir zum Takt der Melodie tanzen können. Okay, wir haben unsere Jacks. Also in die Grätsche und wieder zusammen im Plank. 3, 2, 1, let's go. Letzte Übung vor links für heute. Jawohl. Aha. Geht schon. Ja, noch 13, 10, 7, 4, 1, ah, sehr schön, kurze Pause, das waren die letzten vor links, jetzt kommt seitlinks, links oder rechts, wie auch immer ihr, wo ihr lieber anfängt. Anfangt, wo ihr lieber anfangt. Okay, ich starte mit rechts. Plank, seitlinks, rechts. 1, 2, 3 und wir starten, let's go. Zwei kurze Gedanken wegen dem links, rechts. Aber es ist alles in Ordnung. Geht schon, Hüfte hoch. Saubere Ausführung, auch in der letzten Runde. Ich will keinen sehen, der schlampig wird. Ja?
lieber kurze Pausen als wie schlampige Übungsausführung. Noch 8. 5. 2. Und wir bleiben oben. Gleich reach through. 3, 2, 1. Geht schon los. Jawohl. Geht schon. Wer nicht mehr kann, kurze Pause und weitermachen. Hälfte haben wir schon. Noch 5. Die Bogmano. 3. Oh. Okay. Sehr schön. Schatzi, es tut mir leid. Ich kann das oft zu schlecht abschätzen, wie das Workout wird. Ja. Ich weiß nur, dass der Sideplank muss dabei sein. Das muss einfach. Du weißt das ganz genau. Okay. Was haben wir? Starplank. Genau. Also, rauf, Starplank. Wir bleiben in der Position. In 3, 2, 1, let's go! Wer nicht mehr kann, legt das Bein ab, aber nicht den Stütz verlassen. Hälfte haben wir schon. Letzte Mal Starplank. Motiviert euch, geht schon 10. 5. 3. Sehr schön, okay. Starplank haben wir auch. Das heißt, Knee to Elbow. In was für einer Position auch immer. Ich mache es in der Low Position. 3, 2, 1. Come on. Geht schon. Ja, 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 das brennt schon. Auch im Gesäß merke ich brennt. Nicht nur in der Schulter. Und noch 15, Hälfte haben wir schon. Durchbeißen, geht schon. Komm, 10, 8, 6, 4, 2. Puh. Ja, ja, so ist es. Side to side, jawohl. Wir dürfen den Sideplank verlassen und machen Side to Side, einmal links, einmal rechts. Okay, dann haben wir links schon wieder hinter uns oder auch rechts, wie auch immer. 3, 2, 1, geht schon. Wir haben Nummer 5. Und fertig. Und wir wechseln auf die andere Seite. Geht schon. Schön langsam in die Plank-Position begeben. Dritter Block von 4. Lang will ich euch nicht mehr. Ich sag's euch, wir haben's bald durch, okay? 3, 2, 1, let's go. Letzten 5 Sideplank-Übungen, meine Lieben. Dann haben wir einen Sideplank hinter uns. Jetzt schon oben bleiben mit der Hüfte. Sauber sein, sauber bleiben. Noch 10. Noch 5. Noch 2. Und geht schon. Wir bleiben oben und greifen durch. Geht schon. Geht schon. Oben bleiben. Sehr schön. Hälfte haben wir. Danach dürfen wir die Schulter einmal kurz ausschütteln, versprochen. Noch 5. 1. Oh. Ah. Okidoki. Schüttelt es einmal kurz aus, trinkt was.
Blank Day ist immer ein spezieller Tag, gell? Was sagt ihr? Kostet mir auch immer extra Überwindung, aber er bringt einfach so viel. Er ist einfach so toll für so viele verschiedene Muskelgruppen. Er trainiert die ganzen Muskelschlingen, die intramuskuläre Koordination. Alle Muskeln müssen miteinander zusammenarbeiten. Das ist das Tolle, ja. Jeder Muskel lernt mit dem anderen Muskel zu kommunizieren. Und das ist ganz wichtig für unsere Gesundheit. Dafür, dass uns nichts wehtut. Prävention vor Stürze, Prävention vor ganz vielen Sachen. Ja. Training ist generell eine Wahnsinnsprophylaxe für Osteoporose zum Beispiel. Ja. Also es hat einfach, Training hat auch ganz viele gesundheitliche Aspekte. Nicht nur, dass man immer stärker wird und so weiter, sondern einfach, dass man auch gesund bleibt. Ja, ganz wichtig. Vor allem auch, je älter man wird, ist es einfach wichtig, dass wir in Bewegung bleiben. Ja. Und immer ein bisschen was tun, ganz einfach. Ja. Immer ein bisschen was tun, würden wir sagen in Niederösterreich. Immer ein wenig was machen. Okay, genug geredet. Ich habe euch ein wenig Pause herausgeschunden. Jetzt geht es weiter zum Star Plank. Letzten drei Seitwärtsübungen, Sideplank-Übungen. 3, 2, 1, let's go. Geht schon. Jetzt schon die Hälfte haben wir. 10. 5. 2. Oh, fertig. Herrlich. Okay, Knee to Elbow. Können wir wieder unten machen oder oben, wie ihr wollt. 3, 2, 1, let's go. Knee to Elbow. Noch 20. Vorletzte Seitstützübung. Noch 10. Noch 5. Noch 2. Und eine sehr schöne Seitplankübung, und zwar Side to Side. Geht schon, die machen wir an und dann haben wir die Seitstütze alle hinter uns. 3, 2, 1, gehen wir. Letzte Seitstützübung. Gemeinsam. Hälfte haben wir. Noch 3. Sehr schön. Super, super. Okay. Jetzt haben wir den letzten Block. Und zwar die Rücklinksübungen. Macht's wieder Fäuste. Wechselt's ab. Einmal auf den Handflächen, einmal auf den Fäusten. Dann kriegst du keine Probleme. Ja. Okay. Wir machen unsere Walkouts in 3, 2, 1. Auf zum letzten Block. Geht schon. Ihr wisst, wieder oben wird stabilisiert und die Pobacken werden zusammengezwickt. Die Nüsse werden geknackt. Jawohl, sehr schön. Okay, weiter geht's mit den Pumps. 3, 2, 1, gehen wir. Geht schon, unten berührt das Gesäß nur ganz leicht und oben ist das Gesäß steinhart. Jawohl. Letzten Sekunden. Sehr schön. Okay, Hände kurz ausschütteln, Handgelenke ausschütteln. Jetzt machen wir das gleiche wieder und wir beugen den Ellbogen dabei. Ja?
Seid bereit? 3, 2, 1 und let's go! Jawohl, geht schon! Herrlich, rücklings ist super, oder? Wir machen was für unser Gesäß, für den Trizeps und für den Beinbeuger. Alles Muskeln, die wir sowieso viel zu wenig trainieren, die im Alltag viel zu wenig an die Reihe kommen. Okay, dann haben wir unsere Winnies. Ja? Ich würde ja gern Videos sehen. Ich würde gern Videos sehen und ich würde gern verlinkt werden und ich würde mir das gern ausschauen auf Instagram. Ich werde euch reposten, wie ihr die Venis macht im Vierfüßlerstand rücklinks. Das würde ich mir gerne ansehen. Bitte, bitte, macht's mir das. Falls ihr irgendwem jetzt bei euch habt, bitte macht ein Video, ein kurzes, und teilt das auf Instagram. Das würde ich richtig gern sehen. Schaut sicher einfach cool aus, ja. Ist einmal was anderes, das hat man noch nicht so oft gesehen. Und ich würde gern sehen, wie ihr die Übungsausführung macht. Ja? Wer sich nicht traut, schickt meine persönliche Nachricht, dann sehe es nur ich. Okay? Danke. 3, 2, 1, let's go, Winnies. Und nur die Hüfte macht das ganze Programm, ja? Nur die Hüfte. Und denkt daran, oben das Gesäß so fest zusammenzwicken, dass wir Nüsse knacken können. Wunderschöne Übung für Stärkung der Bandscheiben und Stärkung der Lendenwirbelsäule, der Muskeln rund um die Lendenwirbelsäule. Und sie macht sie aktiv, ja? Okay. Und ich sag's nur ungern. Ich sag's nur ungern, aber wir haben die letzte Übung dieses Workouts. Viele werden jetzt traurig sein, aber macht euch nichts draus. Morgen um 19 Uhr geht's schon wieder weiter. Also ab zur letzten Übung. Und dann ist die Vorfreude schon groß auf morgen. Wir machen wieder Leg and Arm Raise. Das heißt, wir heben das Bein und den Arm ab, diagonal. Wer das nicht schafft, einmal Bein, einmal Arm. Und immer wechseln, links, rechts. 3, 2, 1, let's go. Letzte Übung, herrlich. Geht schon, Hüfte oben lassen. Letzten Sekunden dieses Workouts, geht schon! Jawohl, noch 5! Sehr, sehr super! Alles klar, weiter will ich euch nicht quälen. Ich will euch nur eines sagen. Bitte sagt es weiter, was der Benji macht, die Workouts. Noch dazu, wer nicht mit mir sich verlassen will auf die Lives, wer mit mir Tag und Nacht trainieren will, zu jeder Zeit, an jedem Ort, der schaut sich Athletic Heroes an. Der Link wird gleich in den Kommentaren gepostet. Dort stehen 50 Workouts mittlerweile für euch zur Verfügung. Von Beginner bis Pro, von keinem Gewicht, also keinem No Equipment mit dem Körpergewicht bis Low Equipment mit ganz wenig Utensilien, wie einen Gymball zum Beispiel, einer Kettlebell, bis hin zu Full Equipment, wo wir ins Gym gehen und uns dort austoben. Ja? Es ist für jeden was dabei. Dazu die Hero Dogs, ganz extreme Experten, die über viele, viele Jahre, jahrzehntelange Erfahrung haben in dem, was sie tun und die uns erklären, wie Training funktioniert, wie unser Körper funktioniert, Gesundheit und Ernährung. Echt wirklich ganz toll, und da kommen auch immer wieder neue Videos dazu. Ja, der Arvid ist brutal am Werken, dass er alles schneidet. Die Interviews sind schon im Kasten und sie kommen jetzt nach der Reihe auf Athletic Heroes drauf. Ja, erzählt es weiter, bitte. Spray the love, sagt man so schön. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Es war mir wieder eine Freude. Und wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder auf der Matte. Was wir machen, ist noch ein Geheimnis. Ich werde mir das nur überlegen. Und ich freue mich schon darauf. Alles Liebe, stay strong, Schatzi, Bussi,
Danke fürs Mitmachen. Ich glaube, du hast alle motiviert heute, die dabei waren. Erstes Mal Nina, Karl Griesmann am Start. Premiere, Vollgas durchgezogen. Bin richtig stolz. Und ciao, ciao, bye, bye. Ciao, Mama. Und alle, die mitgemacht haben. Bis morgen. Stay strong!